Wir werden hier die drei trigonometrischen Winkelfunktionen Sinus, Cosinus und Tangens umkehren. Die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen heißen zyklometrische Funktionen. Beginnen wir mit dem Sinus. Da der Sinus stetig ist, aber fällt und dann wieder steigt und dann wieder fällt und dann wieder steigt und so weiter, können wir den Sinus so nicht umkehren. Wir müssen die Funktion Sinus reduzieren und die Mathematiker haben den Definitionsbereich reduziert auf minus Pi halbe, Pi halbe. Und das war auch clever, denn in diesem Bereich ist diese reduzierte Funktion stetig und streng monoton. Und zusätzlich sind alle möglichen Sinuswerte zwischen minus 1 und 1 im Wertebereich von dieser Funktion vertreten. Diese Funktion können wir umkehren und den Graphen der Umkehrfunktion erhalten wir sofort durch das Spiegelbild von diesem grünen Graphen gegenüber dieser blauen Achse. Spiegeln wir zuerst dieses grüne Rechteck, ist gemacht. Und jetzt spiegeln wir den grünen Graphen gegenüber dieser Symmetrieachse, ist gemacht. So erhalten wir den Graphen der neuen Funktion Arcus Sinus. Arcus Sinus ist also die Umkehrfunktion von diesem reduzierten Sinus. Um den Graphen von Arcus Sinus besser zu sehen, schalten wir den Sinus mal weg, auch die Symmetrieachse. Arcus Sinus ist also definiert von minus 1 bis 1 und der Wertebereich ist von minus Pi halbe bis Pi halbe. Die Funktion Arcus Sinus ist somit genau definiert. Definitionsbereich minus 1, 1, Wertebereich minus Pi halbe, Pi halbe und durch diese Funktion hat eine Zahl x als Bild die Umkehrung vom reduzierten Sinus. Wir haben eine neue Funktion und möchten jetzt ihre Ableitung bestimmen. Ableiten kann man nur in einem offenen Intervall, da eine Ableitung ja definiert wird als beidseitiger Grenzwert. Also wählen wir x im offenen Intervall minus 1, 1. Und die neue Funktion, die wir ableiten möchten, die nennen wir f. X befindet sich im offenen Intervall minus 1, 1, in diesem offenen Intervall, und f von x ist Arcus Sinus von x, dann muss f von x sich also im offenen Intervall minus Pi halbe befinden. So. Hier steht f von x ist Arcsinus von x. Über Arcsinus wissen wir noch nicht viel, aber über Sinus wohl. Also nehmen wir Sinus an beiden Seiten. Das heißt, wenn f von x gleich zum Arcsinus von x ist, dann muss der Sinus von f von x dasselbe sein wie Sinus von Arcsinus von x. So. Sinus und Arcsinus sind aber Umkehrfunktionen eine von der anderen. Die streichen sich also weg, somit bleibt rechts nur noch x. Hier steht jetzt, die Funktion links sei dieselbe wie die Funktion rechts. Wenn zwei Funktionen gleich sind, dann müssen ihre Ableitungen gleich sein. Die Ableitung von x, das ist 1. Die Ableitung dieser Funktion ist etwas schwieriger, weil das eine Kettenfunktion ist. Also brauchen wir die Ableitungsformel einer Kettenfunktion. Diese Formel besagt, um solch eine Kettenfunktion abzuleiten, leitet man zuerst die Funktion g ab. Wir leiten also hier die Funktion sin ab. Sin prim, das ist cos. Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Diese Ableitung soll man aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken. Also wird diese Ableitung zu Cosinus von f von x und dann wird das noch multipliziert mit f prim von x. So erhalten wir also Cosinus von f von x multipliziert mit f prim von x.
Jetzt brauchen wir nur noch den Cosinus rechts rüber zu setzen, wo er teilen wird. Aber dazu müssen wir sicher sein, dass der Cosinus von f von x nicht 0 ist. Hier steht f von x ist im offenen Intervall minus pi halbe, pi halbe. Schauen wir uns das im trigonometrischen Kreis an. Hier ist der Startpunkt, der Winkel minus pi halbe ist da, der Winkel pi halbe ist da. Der Winkel f von x liegt streng zwischen minus pi halbe und pi halbe. Und in diesem offenen Intervall minus pi halbe ist der Cosinus immer streng positiv. Also daraus können wir schließen, dass der Cosinus von f von x immer streng positiv ist. Somit sind wir sicher, dass der nicht 0 ist, also dürfen wir teilen. Hier steht der Cosinus von f von x, das heißt der Cosinus von Arcsinus von x. Stünde jetzt da Sinus von Arcsinus, dann könnte man die beiden Funktionen streichen. Also werden wir diesen Cosinus in einem Sinus verwandeln. Das geht schön durch die Grundformel der Trigonometrie. Cosinus Quadrat von f von x, das ist 1 minus Sinus Quadrat von f von x. Und dann nehmen wir noch die Quadratwurzel. Diese Formel führt also zu, Cosinus von f von x ist plus oder minus diese Quadratwurzel. Aber hier steht, dass Cosinus von f von x streng positiv ist, also entfällt das Minus. Somit ist also der Cosinus gleich zu dieser Quadratwurzel. Wir werden also hier durch Cosinus von f von x teilen und das Cos von f von x durch diese Quadratwurzel ersetzen. Ist gemacht. Und jetzt haben wir hier Sinus von Arcsinus. Sinus und Arcsinus streichen sich weg. Da bleibt dann nur noch das x übrig. Und somit finden wir für f' 1 geteilt durch diese Quadratwurzel. Das ist also die Ableitung von Arcus Sinus. Wir werden jetzt genau dasselbe machen für den Arcus Cosinus. Zuerst einmal zeichnen wir den Cosinus. Der muss ebenfalls reduziert werden. Und die Mathematiker haben die Reduktion auf das Intervall von 0 bis Pi gewählt. Auch das war clever, denn in diesem Intervall ist die reduzierte Cosinusfunktion stetig und streng fallend. Und alle möglichen Cosinuswerte zwischen minus 1 und 1 sind durch diese reduzierte Funktion im Wertebereich vertreten. Wir können diese Funktion umkehren, Symmetrieachse. Wir spiegeln das grüne Rechteck. Jetzt spiegeln wir den reduzierten Graphen und wir erhalten so den Graphen von Arcus Cosinus. Umkehrfunktion des reduzierten Cosinus. Wir haben eine neue Funktion und definieren sie korrekt. Arcus Cosinus ist definiert im geschlossenen Intervall minus 1, 1. Der Wertebereich ist im geschlossenen Intervall von 0 bis Pi. Und durch diese neue Funktion hat eine Zahl x als Bild die Umkehrung vom Cosinus. Wir haben eine neue Funktion und möchten sofort ihre Ableitung kennen. Ableiten kann man nur in einem offenen Intervall, weil eine Ableitung ja ein beidseitiger Grenzwert ist. Also können wir x nur im offenen Intervall minus 1, 1 wählen und die Funktion, die wir ableiten möchten, die nennen wir f. X liegt im offenen Intervall minus 1, 1. Dann muss Arcosinus von x, das heißt f von x, sich im offenen Intervall 0 Pi befinden. So. Hier steht jetzt f von x ist Arcosinus von x. Über Arcos wissen wir noch nicht viel, aber über Cosinus wohl. Also nehmen wir einfach beidseitig den Cosinus, so. Wenn f von x dasselbe ist wie Arcos von x, dann muss der Cosinus von f von x dasselbe sein wie der Cosinus von Arcos von x. Warum machen wir das? Weil hier
zwei Umkehrfunktionen, eine von der anderen, nacheinander auf x wirken. Also neutralisieren die sich. Das hier ergibt einfach die Zahl x. Hier steht jetzt, dass der Cosinus von f von x dasselbe ist wie x. Wenn zwei Funktionen gleich sind, dann müssen ihre Ableitungen gleich sein. Die Ableitung von x ist 1 und die Ableitung von dieser Funktion ist etwas schwieriger, weil das ja eine Kettenfunktion ist. Dazu brauchen wir also die Ableitungsformel einer Kettenfunktion. Um solch eine Kettenfunktion abzuleiten, leitet man zuerst die Funktion g ab. Die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus. Diese Ableitung soll man aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken. Das führt dann also zu minus Sinus von f von x. Und das Ganze wird dann noch multipliziert mit f' von x. So, wenn wir also an beiden Seiten ableiten, finden wir diese Gleichheit. Hier steht, f von x liegt im offenen Intervall 0 Pi. Im trigonometrischen Kreis ist dann deutlich zu erkennen, wenn f von x im offenen Intervall von 0 bis Pi liegt, dann muss f von x streng positiv sein. So, wir suchen eigentlich f'. Wenn wir jetzt noch durch minus Sinus von f von x teilen, dann haben wir f' gefunden. Dazu müssen wir aber zuerst mal sicher sein, dass die Zahl nicht 0 ist. Sie ist nicht 0, denn sie ist ja streng positiv, also dürfen wir teilen. Hier steht jetzt Sinus von f von x und f von x ist 8 cos von x. Also steht da eigentlich Sinus von 8 Cosinus von x. Wäre das jetzt Cosinus von 8 Cosinus von x, dann ergäbe das einfach x. Also zu diesem Zweck werden wir versuchen, den Sinus in einen Cosinus zu verwandeln. Und das kann man schön durch die Grundformel der Trigonometrie. Wir setzen Cosinus Quadrat von f von x rechts rüber. Das wird dann dazu minus Cos Quadrat von f von x. Und dann setzen wir noch dieses Quadrat rechts rüber, wo es zu plus minus Quadratwurzel wird. Da steht aber, dass der Sinus von f von x streng positiv sein muss. Also entfällt das Minus, somit ist der Sinus von f von x gleich zu dieser Quadratwurzel und wir werden durch diese Quadratwurzel teilen. Ist gemacht. Und hier haben wir jetzt Cosinus von arccosinus. Diese beiden Funktionen streichen sich weg. So bleibt nur noch die Variable x übrig, die dann im Quadrat zu nehmen ist. F' von x ist also minus 1 auf die Quadratwurzel von 1 minus x Quadrat und das ist dann die Ableitung vom arccosinus. Wir werden dasselbe nochmal machen, dieses Mal aber für arcus tangens. Der Tangens sieht so aus. Wir werden ihn reduzieren auf diese einzige Kurve, die zwei vertikale Asymptoten hat, bei minus Pi halbe und bei Pi halbe. Diese Funktion ist stetig und streng steigend, also können wir die umkehren. Dann ziehen wir zuerst mal die Symmetrieachse. Wir spiegeln die zwei vertikalen Asymptoten, die werden dann zu zwei horizontalen Asymptoten. Und können auch noch den grünen Graphen spiegeln gegenüber der blauen Achse. Das ergibt dann dieser rote Graph, der besser zu erkennen ist, wenn wir Tangens wegmachen. Das ist also der Graph der Funktion arcus tangens. Sie ist definiert in der ganzen Menge R und ihr Wertebereich ist das offene Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. So können wir also die Funktion arcus tangens genauestens definieren. Ihr Definitionsbereich ist die ganze Menge R. Ihr Wertebereich ist das offene Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe. Und jede Zahl x hat durch diese zyklometrische Funktion
als Bild die Umkehrung von Tangens. Wir haben eine neue Funktion, also möchten wir ihre Ableitung kennen. Ableiten kann man nur in einem offenen Intervall, aber die ganze Menge R ist ein offenes Intervall von minus unendlich bis plus unendlich. Und die neue Funktion, die wir ableiten möchten, diese neue Funktion nennen wir klein f. X liegt im offenen Intervall minus unendlich plus unendlich und f von x ist Arctangens von x. Was heißt, dieses f von x muss sich im offenen Intervall von minus pi halbe bis pi halbe befinden. So. Und hier steht f von x gleich Arctangens von x. Wir nehmen Tangens an beiden Seiten, denn wenn f von x dasselbe ist wie Arctangens von x, dann muss der Tangens von f von x dasselbe sein wie der Tangens von Arctangens von x. Warum machen wir das? Weil diese beiden Funktionen Umkehrfunktionen eine von der anderen sind und die streichen sich also weg. Somit bleibt rechts nur noch das x übrig. Hier steht jetzt, die Funktion links ist gleich zu dieser Funktion rechts. Wenn zwei Funktionen gleich sind, dann müssen ihre Ableitungen gleich sein. Die Ableitung von x ist 1. Die Ableitung dieser Funktion ist etwas schwieriger, weil es eine Kettenfunktion ist. Also brauchen wir die Ableitungsformel einer Kettenfunktion, die besagt. Zuerst mal soll man die Funktion g ableiten. Die Ableitung vom Tangens, das ist 1 auf cos². Diese Ableitung soll man aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken. Also das g' von f von x wird hier für uns 1 auf cos² von f von x. Und dann ist das Ganze noch zu multiplizieren mit f' von x. Somit finden wir also diese Gleichheit. In dieser Formel erscheint der Cosinus von f von x. Und hier steht, dass f von x im offenen Intervall minus pi halbe liegen muss. Im trigonometrischen Kreis heißt das, der Winkel f von x liegt zwischen minus pi halbe und pi halbe, und zwar streng. Und da ist der Cosinus von f von x ständig streng positiv. Also wissen wir, dass der Cosinus von f von x streng positiv ist. Somit sind wir auch sicher, hier nicht durch 0 zu teilen. Und jetzt brauchen wir nur noch cos² von f von x rechts rüber zu setzen. So finden wir, dass f' von x cos² von f von x ist. Hier steht Cosinus von f von x. Und f von x ist Arctangens von x. Also steht hier der Cosinus von Arctangens von x. Wäre das jetzt Tangens von Arctangens von x, dann könnte man die beiden Funktionen streichen. Genau zu diesem Zweck suchen wir eine Verbindung zwischen Cosinus und Tangens. Diese Verbindung findet man schnell, indem man diesen Bruch umwandelt. Der Tangens von x, das ist Sinus von x geteilt durch Cosinus von x. Im Quadrat ist es also Sin Quadrat x geteilt durch Cos Quadrat x. Diese beiden Zahlen machen wir gleichnamig, das heißt 1 schreiben wir in Form von Cos Quadrat x auf Cos Quadrat x. Die zwei Brüche sind jetzt gleichnamig, so brauchen wir die Zähler nur noch zu addieren. Aber cos² x plus sin² x, das macht durch die Grundformel der Trigonometrie 1. So erhalten wir diesen Bruch. Und um diese Zahl 1 durch diesen Bruch zu teilen, multipliziert man diese 1 mit dem Kehrwert von dem Bruch und so erhalten wir cos² von x. Cosinus² von x ist also dasselbe wie 1 auf 1 plus Tangens² von x. Das heißt hier für uns, Cosinus Quadrat von f von x ist dasselbe wie 1 auf 1 plus Tangens Quadrat von f von x. So, und jetzt haben wir Tangens von Arctangens. Die beiden Funktionen streichen sich weg.
Hier zwischen den Hakenklammern bleibt also nur noch das x übrig, das man dann noch im Quadrat rechnen soll. So, wir haben also die Ableitung von Arctangens gefunden. Arctangens prim von x, das ist 1 auf 1 plus x².